In diesem Video möchte ich aufzeigen, wie die Wachturmgesellschaft ihre Anhänger dazu fähig macht, dass andere Menschen Interesse an dem Glaubenskurs der Zeugen bekommen. Und dieser heißt Glücklich für immer. Und so sieht das Deckblatt dieses Kurses aus. Ich heiße Martin und werde dir, lieber Zuschauer, auf der Homepage der Zeugen Jehovas Material zeigen, welches diejenigen gelesen haben, die zu dir kommen, um diesen Kurs zu starten. Dabei möchte ich betonen, dass die einfachen Zeugen es sicher aufrichtig und ehrlich meinen. Was sie dir weitersagen und dir präsentieren, glauben sie wirklich selbst. Sie sind nämlich in Glaubensdingen in einer Informationsblase gefangen, da sie nur Literatur der Wachturmgesellschaft ernst nehmen dürfen. Alles, was diese Organisation herausbringt, gilt für sie zu glauben, weiterzugeben, ja und auch zu verteidigen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, welches diesen Sachverhalt vorstellt. Und hier sehen wir es schon, es heißt, setzt Jesus einen Sklaven ein, der deinen Glauben bestimmt. Es geht hier um den treuen und verständigen Sklaven, dem die Zeugen Jehovas bedingungslos nachfolgen sollen. Übrigens, der Link ist auch in der Videobeschreibung zu finden. Mein Ziel war und ist es nie, den einzelnen Zeugen etwas Unehrliches zu unterstellen, was ich jedoch bei der Organisation schon tue. Warum mache ich dieses Video? Weil ich Zeugen Jehovas liebe und davon überzeugt bin, dass nur die Wahrheit, welche Jesus Christus selbst ist, sie freimachen wird. Und diese Wahrheit sollen auch alle die erfahren, die mit Zeugen Jehovas in Kontakt gekommen sind. Aber fangen wir an. Wie werden Zeugen Jehovas vorbereitet? Ich gehe jetzt zu der Seite der Zeugen Jehovas, jw.org, und gebe die Worte glücklich für immer ein. Für immer ein hier. Suchleiste und dann schauen wir mal, was sich da öffnet. Hier werden die Publikationen schon mal vorgestellt. Das ist dieser Glaubenskurs, sie nennen es Bibelkurs. Und dann geht es gleich zum Arbeitsheft der Lebens- und Dienstzusammenkunft. Das ist etwas Spezielles für Zeugen Jehovas und das klicke ich mal an. Und hier wird schon ein Zeuge Jehova gezeigt mit seiner Kollegin und sie erklären einem jungen Mann, also hier dieser Herr, ja diesen Glaubenskurs. Ja, und das ist jetzt noch nicht der Glaubenskurs selbst, sondern es ist erst noch eine Broschüre. Hier wird nun dem Zeugen Jehovas gesagt, wie er dieses neue Hilfsmittel einsetzen soll und dabei geht es um bestimmte Richtlinien, wie also dieser Kurs vorgestellt wird und da sind also das die vier Punkte, wo es einmal heißt, lies den Stoff und besprich die Fragen, dann lies die mit lies gekennzeichneten Bibeltexte. Und man soll dann dem Bibelschüler auch einiges zu verstehen geben. Hier sehen wir schon, es ist also nicht auf Augenhöhe, sondern der eine ist der Bibellehrer, so soll er sich auch verstehen. Und der Interessierte ist der Schüler, der soll quasi diese Lehre auch annehmen. Das Ganze wird auch mit Videos unterstrichen. Auch da gibt es Fragen zu diesen Videos. Und dann sollte man doch jedes Mal bei einem Zusammentreffen eine ganze Lektion durchnehmen. Wie sieht denn dieser Stoff aus? Hier ist mal das zweite Kapitel von Glücklich für immer. Und das hat also eine Überschrift.
Das ist eine Lektion. Die Bibel gibt eine Hoffnung. Das ist so das Thema. Und dann wird bei diesem Heft so verschiedene Absätze genannt, was die Bibel hier verspricht und wie beschreibt die Bibel die Zukunft. Dann geht es auch noch darum, ob man der Bibel überhaupt vertrauen kann, wenn sie so etwas über die Zukunft schreibt. Dann gibt es auch hier diese mit Lies gekennzeichneten Bibelstellen, hier zum Beispiel Jeremia 29, 11 und 12, was verspricht die Bibel? Und da wird also gesagt, dass Jehova Frieden und nicht Unglück verspricht. Ja, ich möchte euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben, sagt also Jehova, ihr werdet mich rufen und kommen und zu mir beten und ich werde euch zuhören. Also das soll dann der Leser dieses Buchs so im Hinterkopf behalten. Dann, was sagt die Bibel über die Zukunft? Auch da wird wieder eine Bibelstelle genannt, so er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und so, es wird weder Trauer noch Aufschrei noch Schmerz wird mehr geben. Und dann auch werden diese Sachen, die man hier gelesen hat, darüber nachgedacht hat, nochmal mit Fragen vertieft. Also was verspricht die Bibel für die Zukunft? Dann fällt einem natürlich Offenbarung 21, 4 ein. Und was bewirkt die Hoffnung der Bibel heute schon im Leben von vielen Menschen? Ja, das sehen wir auch da, sie können dann sich auf die Zukunft konzentrieren, wo auch dann die Bilder, damit das auch alles unterstrichen wird, hier alles fröhliche Leute, keine Krankheit hier. Im Hintergrund das Blaue, so ist es ja heute, eine Einsamkeit und hier ist die Freude. Da ist, muss man Kinderarbeit, hat man Kinderarbeit und hier ist es Fußballspielen, da ist Alter und Krankheit und hier ja, ist es sehr schön, arbeitet man im Garten als junger und frischer Mann. Ja, und dann wird auch weiter deutlich gemacht, dass die Bibel vieles auch verspricht, was in der Zukunft noch geschehen wird. Schmerzen hat niemand mehr und jeder sieht liebe Menschen wieder und so weiter. Hier wird es im Gegensatz vorgestellt und auch die Hoffnung der Bibel macht einen Unterschied. Und dann kommen auch noch begleitende Videos hier von einer Frau, wo es heißt, ich wollte gegen Ungerechtigkeit kämpfen. Das wird dann diesem Schüler auch vorgestellt. Da Rafika schloss sich zunächst einer Bürgerrechtsbewegung an, doch dann erfuhr sie von dem Versprechen der Bibel, dass Gottes Königreich für Frieden und Gerechtigkeit sorgen wird. Also das heißt, sie muss sich dann nicht mehr darum kümmern. Also sie ist dann auch eine Zeugin Jehovas geworden. Ich habe wieder zurückgeblendet. Und auch das wird wieder mit Bibeltexten untermauert, wie zum Beispiel Römer 12, 12, freut euch in der Hoffnung, also das, was nur in der Zukunft kommt, hart in Schwierigkeiten aus, hört nicht auf zu beten, wird also damit auch unterstrichen. Und dann gibt es auch noch so ein Fazit, was also der Bibelschüler lernen soll. Die Bibel verspricht uns eine glückliche Zukunft, haben wir ja auch gelesen. Ja. Durch diese Hoffnung können wir trotz Probleme zuversichtlich sein und dann wird es nochmal mit Fragen vertieft. Warum brauchen wir Menschen eine Hoffnung und wie kann dir eine Hoffnung für die Zukunft heute schon helfen? Das sind Fragen, mit der sich dann der Schüler dann beschäftigen soll. Und eines ist sicherlich schon deutlich, man hat einen Text, den man als Lehrer mit dem Schüler durchgeht und dieser Text wird mit Bibelstellen garniert. Jedoch liest man dabei nicht wirklich die Bibel, sondern ein Buch. Und ich könnte mit dieser Methode zum Beispiel begründen, warum das Männer unbedingt einen Bart tragen müssen,
oder dass der Sabbat heute zu halten wäre oder dass die Mehrehe die biblische Form für den hingegebenen Gläubigen sein muss. Sicher kann man durch sorgfältiges Bibelstudium auch solche Themen durch Bibelstellen ausgewogen vorstellen, das geht. Jedoch weiß der Kursschüler in der Regel nicht, ob das, was er liest, wirklich auch ausgewogen und die Mitte der Heiligen Schrift ist. Er muss einfach dem Lehrer hier glauben. Und wieder zurück zum Kursmaterial der Zeugen Jehovas. Bevor der Kurs glücklich für immer vorgestellt wird, soll man zuerst eine Broschüre anbieten. Hier heißt es, arbeite im Predigtdienst zuerst mit der Broschüre, um herauszufinden, ob jemand überhaupt Interesse hat. Also es geht hier zuerst um eine Broschüre und diese Broschüre enthält die ersten drei Kapitel des Kurses. Wer dann mit dieser Broschüre fertig ist, der kann sofort in den Kurs einsteigen und zwar mit Lektion 4, so heißt es hier, weitermachen. Lektion 4. Die ersten drei Lektionen, da geht es nur um die Bibel. Und dies ist für jeden am Glauben interessierten Menschen noch sehr unverfänglich. Also der Zeuge kommt zuerst mit der Broschüre zu dir. Und was tut er? Schauen wir uns mal diesen Kasten an. Wie man die Broschüre glücklich für immer beim ersten Gespräch anbieten kann. Das wird jetzt hier erklärt. Und da schauen wir uns mal die Rückseite der Broschüre an. Hier. Das ist also die Rückseite, die wird dir gezeigt. Für immer glücklich, ist das möglich? Und dann geht der Zeuge genau diese Fragen durch. Ja? Für immer glücklich, ist das möglich? Was denken Sie? Und dann wirst du herausgefordert, ja, nein, schwer zu sagen. Aber dann sagt dann der Zeuge, was sagt denn die Bibel? Die Gerechten werden die Erde besitzen und für immer auf ihr leben. Die Frage dann, was habe ich davon, wird wieder dir gestellt, lieber Interessierter. Eine glückliche Zukunft zusammen mit der Familie und Freunden, das hast du davon. Ein gutes Leben, nicht nur heute, sondern für immer, das hast du davon. Dann die Frage, kann ich der Bibel vertrauen? Auch das wird dir wieder gestellt. Und dann heißt es am Ende, ja, gute Gründe dafür finden Sie in den drei Lektionen dieser Broschüre. Also die Bibel ein Buch für mich, die Bibel gibt eine Hoffnung, kann man der Bibel vertrauen? Und da wird man eben darauf hingewiesen, man kann sofort mit dieser Broschüre beginnen. Springen wir wieder zurück auf diese Arbeitsseite der Zeugen Jehovas. Hier ja, wie man diese Broschüre glücklich für immer beim ersten Gespräch anbieten kann. Und jetzt schauen wir uns mal die Ziele an, die dem Zeugen Jehovas vorgegeben sind. Hier von Lektion 1 bis 33, diese Lektionen sind schon fertig und veröffentlicht. Da heißt es zuerst mal, also die Lernziele, der Bibelschüler soll die Bibel lesen und sich auf das Studium vorbereiten. Das heißt, er soll dann auch das Material in der Broschüre und später dann auch in dem Kurs selbst schon ein bisschen vorgelesen haben. Und dann soll er die Zusammenkünfte besuchen. Das heißt, der Bibelschüler, also der noch Interessierte, der soll dann auch zu den Zusammenkünften der Zeugen Jehovas kommen. Dann weiter, motiviere deinen Schüler, mit anderen über den Glauben zu sprechen und ein Verkündiger zu werden. Also hier geht es auch darum, dass er auch den Dienst von Haus zu Haus aufgreifen soll. Weiter geht es, der Bibelschüler soll dann sich Jehova hingeben und sich taufen lassen. Und dann zum Schluss, dass dieser Schüler
weiter belehrt wird, was ist richtig und falsch, natürlich im Sinne von Zeugen Jehovas, wie sie die Bibel verstehen. Ob das dem Interessierten am Anfang auch schon bewusst ist, dass er diesen Weg zu gehen hat, das, ja, möchte ich einfach mal bezweifeln. Mit welchem Video wird man denn zu Anfang bekannt gemacht? Es gibt zwei Videos, wobei das erste über den Bibelkurs im Allgemeinen spricht. Und das sehen wir in diesem Video. Das erwartet Sie bei einem Bibelkurs. Machen Sie sich ein Bild davon, wie die Bibelkurse von Zeugen Jehovas ablaufen. Ich werde jetzt gleich das Video einblenden. Und wenn du das Video ansiehst, achte genau darauf, was im Mittelpunkt steht. Ist das das Material oder die Bibel? Was wird dem Interessierten angeboten? Ein Zeuge Jehovas zu werden oder die Bibel besser zu lernen? Was wird dem Interessierten gesagt? Sind religiöse Traditionen noch irgendwie wichtig? Haben Zeugen Jehovas aber nicht auch traditionelle und spezielle Auslegungen, wie zum Beispiel, wer ist der treue und verständige Sklave? Wie ist das mit 1914 und der letzten Generation? Geht es hier wirklich nur um das, was in der Bibel steht? Sicher wird auch vom Kursmaterial gesprochen, bei dem man beim Durchgehen das Tempo selbst wählen kann. Aber dies ist eher im Hintergrund. Vor allem wird darauf hingewiesen, dass man die Bibel besser verstehen lernt. Aber von all den Zielen, die der Zeuge heimlich mit dem Interessierten haben soll, darauf wird nicht hingewiesen. Es wird sogar gesagt, dass man kein Zeuge werden braucht, aber dieses Ziel hat der, der diesen Kurs mit dir durchnimmt. Schauen wir uns das Video an. Die Bibel ist das am weitesten verbreitete Buch der Welt. Vielleicht haben Sie ja selbst eine Bibel zu Hause. Sie kann Ihnen und Ihrer Familie helfen, glücklicher zu leben. Und sie gibt eine echte Hoffnung. Die Bibelkurse von Jehovas Zeugen sind dafür da, dass Sie mehr von Ihrer Bibel haben. Es geht dabei nicht um religiöse Traditionen, sondern nur um das, was in der Bibel steht. Der Kurs ist kostenlos, genauso wie das Kursmaterial und die Bibel dazu. Sie entscheiden, wann, wo und wie oft Sie sich Zeit dafür nehmen. Dabei lernen Sie nach und nach verschiedene biblische Themen kennen. Und das in 10 Minuten, einer Stunde oder mehr, ganz wie Sie möchten. Und egal wann oder wo Sie studieren, Sie müssen deswegen kein Zeuge Jehovas werden. Es gibt keine Prüfungen. Und Sie können das Lerntempo selbst bestimmen. Es gibt unterschiedliches Studienmaterial. Ein anderer Film, der auch zum Vorstellen veröffentlicht wurde, ist da schon deutlicher. Und dieser heißt Willkommen zum Bibelkurs. Und ich denke, er ist ehrlicher. Die Bibel ist in diesem Video im Hintergrund und die Hefte sind im Vordergrund und da wird einfach vor allen Dingen das Kursmaterial vorgestellt und wie man quasi diesen Kurs durchnimmt. Nun, was ich unter einem Bibelkurs verstehe, ist zum Beispiel hier zu sehen. Das ist eine Seite, ich weiß jetzt nicht genau, woher die stammt. Die heißt Bibel für alle. Was mir aber hier sehr wertvoll ist, ist dies, dass man eine Gliederung hat über das Lukas-Evangelium
Und dann geht es hier so Kapitel und versweise vor. Ja, erstmal die einleitenden Worte an Theophilus, Kapitel 1, 1 bis 4 und dann die Geburtsgeschichte, Kapitel 1, 5 bis 2, 52 und so weiter. Und es geht quasi durch das ganze Lukas-Evangelium. Es werden hier Einleitungen gegeben, die Schriften des Lukas, was hat also Lukas noch alles geschrieben? Gibt es ja die Apostelgeschichte auch. Nochmal Gliederung des Lukas-Evangeliums und dann wird einiges zu diesen Stellen gesagt. Ja, der Beginn des Wirkens und so weiter. Hier ist auch noch die Bibel selbst, kann man sprechen. Und mit Karten und so weiter. Es wird eigentlich das Lukas-Evangelium durchgenommen und das verstehe ich unter einem Bibelkurs. Man hat also ein Buch der Bibel, nimmt man sich vor und versucht dadurch den roten Faden zu erkennen, indem man die einzelnen Kapitel liest, die einzelnen Verse nacheinander und das dann auch bedenkt. Es gibt auch einen Glaubenskurs. Ich habe auch mal einen Glaubenskurs gemacht. Der heißt Beziehung ist alles. Das ist hier meine Seite von Christen im Chiemgau. Und das geht also nicht jetzt so wie ein Bibelkurs, sondern es sind verschiedene Themen, wie auch glücklich für immer. Ja. Da geht es einmal, wer ist Gott, die große Katastrophe, die einzige Rettung und die Tür zum Leben. Aber das ist ein Glaubenskurs, bei dem der Autor selbst sich die Bibelstellen heraussucht, die er meint, dass diese passen. Ein Bibelkurs soll den Anspruch erheben, dass man die Bibel pur liest und dass man durch den Kurs die Schwerpunkte in diesem Bibelbuch findet. Somit ist dieses Heft Glücklich für immer kein Bibel, sondern ein Glaubenskurs, welches die Lehren der Zeugen Jehovas den Menschen nahebringen und sie letztendlich zu Zeugen Jehovas machen soll. Und genau dafür werden die Zeugen geschult und haben sehr professionelles, aber leider auch sehr einseitiges und zum Teil auch biblisch falsches Material in die Hände bekommen. Dies gilt natürlich in den nächsten Videos zu beweisen. Soweit mal. Im kommenden Video soll es um den Überblick und die Schwerpunkte in diesem Kurs gehen. Dir, lieber Zuschauer, Gottes Gnade und Segen beim weiter darüber nachdenken. Tschüss.